vorgestellt. Egypt, Old Kingdom, Vorschau, die fünfte, wir sind wieder zurück am Nil. Ja, was war das letzte? Wir hatten hier unten Löwen, 14, wir haben unsere Leute schon zurückgezogen gehabt, glaube. Ja, wir haben hier eine feuchte Periode noch gekriegt und die Gaben von Happy sind auch da. Das ist schon mal cool, ne? Ja, dann machen wir eine Runde weiter, denke ich mal. Ja, ist ja eine Weile her, dass wir das gehabt haben, ne? Aufgestiegener Außenstehender. Einer aus unserem Volk wurde vom Gänsestamm aufgenommen. Er wurde zum vollwertigen Mitglied der Gesellschaft, verschaffte sich Macht und verhalf dem Stamm zu Wohlstand. Das hat unsere Beziehung zum Stamm verbessert. Beziehung plus 20, Integration von 20 Sippen, verbleibt eine Runde. Wo sind die da oben? Gänsevolk. Lebensspende Nil fließt hier das ganze Jahr. Können ja nicht bauen, ist klar, okay. Was ist hier? Storchenvolk. Hier lebt ein unabhängiges Stamm von Jägern und Sammlern. Verteidigung 43. Flussaue. Kann man da irgendwas machen mit denen? Nee, ne? Beziehung auf höchstem Niveau. Okay, aufstehen. Das hatten wir ja, klar. Das war alles geklärt. Okay, hier unten haben wir noch was. Was haben wir denn hier oben jetzt gerade? Göttliche Kunst 1,8. Kultur war das, 16,8. Da können wir ja gerade was machen. Armee 10,4 von 0,7. Das ist ziemlich schwach. Steht hier auch. Luxus ist 0,6. Produktion ist 1,3 plus. Also wir sind überall erstmal im Plus. Das ist schon mal gut. Also ich würde tendenziell dann zu neigen, natürlich hier die Gunst weiter zu, die Kultur weiter hochzuhalten, damit wir da schneller noch weiter hochkommen. Das war ja alles fertig hier, ne? Ja. Okay, das würde bedeuten, da gibt's 5 drauf, da gibt's Produktion und Luxus. Jede Runde 1 Wachstum. Produktion. Werkstätten bringen noch 0,3 und Luxus 0,2 dazu. Kasernen plus 2. Okay, das ist jede Runde plus 2. Armee, die bei uns ziemlich schlecht ist, ne? Und das wäre das. Jetzt ist die Frage, das oder das? Also das würde ich jetzt erstmal sein lassen mit 1,8. Die Kasernen ist natürlich eine Runde plus 2 auf Armee. Das ist schon nicht schlecht, ne? Ich glaube, das sollten wir mal in Angriff als erstes nehmen. Das ist zwar hier auch super, ne? Aber fangen wir mal erst so an. Gut, haben wir das. Das ist ja dieses hier, ne? Kaserne plus 2. Super. Da sind wir dann durch. 82 Sippen brauchen wir noch. Hier ist geklärt. Ach so, hier können wir noch was von den Göttern. Haben wir noch Seet? Seet haben wir nicht. Dann machen wir. Oder ist das Seet? Nee. Was ist denn das? Herrscher, erste Oberhäupter. Okay, nee. Dann gehen wir dahin und Seet müssen wir auf jeden Fall haben, der uns vor irgendwelchen schlechten Sachen ja bewahrt. Und der Rest geht dann nicht mehr. Alles klar, dann ist das erstmal geklärt. Eine Runde weiter. So. Und was jetzt? Nichts passiert. Wir können aber einen Mitbewohner oder einen Bewohner neu machen. Das werden wir dann auch tun, denke ich mal. Was machen unsere Löwen? Die sind bei Runde 12. Okay. Wir machen den erstmal und überlegen dann, wo wir den einsetzen. Können was entdecken zum Beispiel. Was wäre sonst noch? Irgendwo Felder, die sinnig sind? Da ist... Ne, das ist ja ein anderer Stamm hier, ne? Wer ist das? Feigenvolk ist das, okay. Die haben Verteidigung 60, Beziehung ist neutral. Was hatten die? Auch eine neutrale Beziehung. Wir sollten vielleicht unsere Nachbarn... Ach, hier, warte, hier war doch was mit den Gänsen. Weise zur interaktiven Arbeit zu. Weise zu...
Weise zur Interaktion Arbeit dazu. Wie soll ich das denn jetzt machen? Kriege ich das da noch hin? Nein, doch. Ah, und dann geht's. Alles klar. Was machen wir mit denen? Die sind ja schon wohlgesonnen. Über diese Folge lernen. Beziehungen verbessern? Brauchen wir nicht mehr. Wir sind schon top. Handeln. Warenaustausch mit unserem Völker beginnen. Wachstum. Jede Runde 5 Sippen. Das wäre ja schon mal total geil, oder? Stamm unterwerfen. Das wollen wir schon mal nicht machen. Was haben wir hier noch? Patronat. Den Stamm friedlich unterwerfen. Die Menschen zollen uns Tribut im Austausch für das Patronat und den Schutz des Horus. Luxus jede Runde kostet uns das 1. So viel Luxus haben wir nicht. Integrieren, das wäre der beste Weg. Stammesfürstentümer, okay, den müssen wir dann als erstes machen. Stammesfürstentümer, ja. Aber dann sollten wir als erstes das, die Geschichte mit dem Handel machen, ne? Weil das bringt uns ja Wachstum, Luxus. Ich glaube, das machen wir als erstes. Das ist doch schon mal gut, oder? Ja, das hat sich ja gelohnt. Gut, dann seht, feuchte Periode, Gaben von Harpy, das ist alles prima, dann machen wir mal eine Runde weiter. Ach so, die Löwen sind da unten noch, ne? Ist aber zum Glück nichts passiert. Ja, da müssen wir mal gucken, aber das können wir erst machen, wenn wir einen weiteren Mitbewohner haben. Oder wir nehmen den und machen das. Wir gehen noch eine Runde weiter. Es ist wieder nichts passiert, das ist cool. Na, das müssen wir noch, wann kommt denn der neue? Ach so, das sehen wir hier. 12,5. Neue Bräuche und Traditionen. Unsere Götter befehlen uns, neue Bräuche und Traditionen einzuführen. Die beiden Nationen repräsentieren. Jetzt sind wir einander noch näher. Vorschritt 80% sind integriert. Wachstum plus 0,5 beim göttlichen Gunst jede Runde. Cool. Was haben wir hier? 63 jetzt noch, okay. Ja, das hört gleich auf, ne? Hier, feuchte Periode. Hier ist nichts. Wir machen einen neuen Bewohner. Sollten wir jetzt mal die Löwen da wegmachen? Wenn ich das da hinziehe. Wahrscheinlichkeit, dass hier in der Umgebung sterben. Ach so, jagen. Erfolgschance nur 30%. Verehren wollen wir die, zähmen wollen wir die nicht und füttern wollen wir die auch nicht. Wir haben auch nicht genug. Ich glaube, wir machen das. Die müssen weg. Löwen in der Nähe ist schlecht. Bam, wir haben es sogar geschafft. Respekt. Gut, dann haben wir den jetzt im Endeffekt in Anführungsstrichen über da. Da können wir nichts bauen. Was sollten wir dann tun? Wir haben hier Weiden. Ziehen wir den darüber, ne? Also das auf jeden Fall, der sitzt da besser wie da, weil hier gibt's noch zusätzlich Produktion. Was haben wir hier eigentlich gebaut? Sand, dieses Gebiet ist von Sand bedeckt, Verlust ist von aller Ressourcen. Achso, den können wir noch wegmachen, den Sand. Ist das gut, ist das schlecht? Kann man da auch zwei hinsetzen? Nee. Das geht nur bei den Völkern. Vielleicht sollten wir das mal tun, ne? Also da handeln wir ja noch. Achso, wir wollten mal nachgucken. Nee, das war das Falsche. Hier unten, was brauchte man da, um das mit denen zu machen hier? Integration, Technologie benötigt Stammesfürstentümer. Und das war wieder das Falsche. Das ist das Richtige. Flug, Kultur, Stammesfürstentümer. Oh, dann müssen wir ja schon was als nächstes machen, damit das klappt. Gut, okay. 94, das ist auch nicht mehr weit weg.
Wie viel brauchten wir denn da? 100. Ist also in der nächsten Runde fällig. Gut, was machen wir jetzt mit dem Mannequin, was wir gerade umgesetzt haben? Also, die haben wir gebaut, die beiden. Dann lassen wir die natürlich da. Ja, ich glaube, wir ziehen die Runde erstmal durch. 110, nee, 111 sogar. So, dann gehen natürlich hier Stammesfürstentümer. Ist dann Fakt, dass wir das machen. Na? So, und jetzt haben wir die erlangt die Macht Proto-Dynastie. Unser Stamm hat an Stärke gewonnen, beginnt ein frühes Staatswesen zu entwickeln. Auch andere Stämme beginnen mit der Bildung einer Stammesfürstentümer. Das Rennen um die Einigung Ägypten hat begonnen. Okay, dann haben wir das dazu gekriegt. So, das bedeutet aber, da entdeckt Stammesfürstentümer, das haben wir gerade gelesen. Schaltet Stammesinteraktion frei, annektieren, integrieren, okay. Erste Oberhäupter. So, jetzt müssen wir hier gucken. Dann können wir hier ja das machen, ne? Kostet, da können wir uns sogar leisten, ne? Dann integrieren wir die jetzt. Chance der Integration plus 2% jede Runde. Bei Erfolg Integration von 100 Sippen. Ja, das wäre dann schon Erfolg, ne? Weiter geht's. Neue Siedler. Immer mehr Siedler aus Oberägypten werden durch das fruchtbare Land Unterägyptens angezogen. Alle Traditionen werden immer stärker durch unsere Kultur beeinflusst. Wir haben 50 Sippen integriert. War das jetzt schon hier der Erfolg? Aufgabe erledigt. Integration der Nachbarn. Dank der Götter haben wir die lokale Bevölkerung integriert und die Einheit der Jetzer-Kultur geschaffen. Jetzt betrachtet unser Völker, obwohl sie verschiedene aussehen, ganz Ägypten als eine gemeinsame Schöpfung der Götter. Ziele erreicht. Integration von 340 Sippen in eine vereinigte Kultur. Belohnung einmalig 15 Kultur. Wunderbar. Aufgabe Aufstieg des Stammes. Der Gott Horus, Beschützer unserer Ländereien, ist uns gegenüber wohlwollend. Unsere Siedlung floriert und wir sollten unserem Gott danken, indem wir einen großen Tempel errichten. Das wird seinen Schutz und zukünftig sicherstellen. Ziel, bau einen Tempel, Belohnung einmalig, 10 göttliche Gunst. Was war Ziel des Spieles? Das gleiche, oder was? Du beginnst das Spiel und das kommt dir irgendwann fest. Achso, okay. Ja, dann sind wir wieder ein Stück weiter. Jetzt ist die schwache Armee, haben wir immer noch. Hier Gaben von HP, Fruchtperiode, seht, haben wir Aufgaben, Aufstieg des Tempels, das war jetzt der Tempel bauen. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo wir den Tempel herkriegen oder hinkriegen. Keine Ahnung. Können wir das wo machen? Wie kriegen wir einen Tempel gebaut? Ich glaube, da müssen wir hier so ein Feld mal da entdecken vielleicht, ne? Ja, weiß ich auch noch nicht. Also hier geht ja noch die Integration weiter, oder? So, hier oben war das zu sehen, ne? 22%. Das kostet uns immer noch das Gleiche. Ja, das ist noch nicht zu Ende. Weiter geht's. Es ist nichts passiert. Das Geräusch ist so ein bisschen nervig, ne? Okay, da ist aber wieder was möglich. Entdeckt, das heißt, das geht als nächstes. Kult toter Herrscher. Okay, dann gibt's die göttliche Gunst ein mehr und können wir machen. Dann geht's gleich da weiter. Und hier haben wir noch mehr. Seht, war noch aktiv, ja. Was machen wir dann? Wir könnten hier Wachstum, 10% Nahrung. Hier gibt es 20% mehr göttliche Kultur. 10% mehr Armee. Ich glaube, das ist schon der Fakt, den wir machen werden. Obwohl, hier wäre es natürlich, dass wir 10% mehr von dem Dingens kriegen. Sag schon Luxus, aber da fällt gerade nichts. Effektive negative Ergebnisse und das ist Dings. Ich glaube, wir machen erstmal hier das hier. Na, 5 Runden gibt das, ne? Ja. Dann wächst das hier auch. Gut. Dann haben wir soweit alles fertig.
Entdeckkultur, toter Herrscher, ja. Nächste Runde. Können wir schon was kaufen? Aha, wir haben ein negatives Ereignis weniger. Das ist schon mal gut. Zusätzliche Bürde. Andienst minus 8. Die können wir ja hier abbauen. Okay, oh, das ist gar nicht so viel. Naja, aber wir sind da gut aufgestellt, dass wir 2,5 mehr kriegen, ne? So, das haben wir erledigt. Ja, wir müssten gucken, dass wir mit denen hier interagieren hier mal. Was haben wir denn hier möglicherweise? Weidenfurchthöfe. Was haben wir hier? Akazien. Bergland, Weiden und Friedhöfe. Sand. Den müssten wir noch loswerden, ne? Vielleicht sollten wir mal, ach so, warte, da müssen wir da draufklicken. Wir machen mal bei dem hier, aber das dauert 4 Runden den Sand weg. Aber machen wir mal, ne? Das ist ja alles, warte mal, ja, das können wir uns so leisten, erstmal. Na, die Gunst geht hier natürlich runter, weil da ist göttliche Gunst zu haben, ne? Okay, wir können das ja auch noch abbrechen, so ist ja nicht. Wie sieht's denn hier mit der Integration aus? Na, okay, nächste Runde. Ist nichts passiert, ne? Okay, Nahrung. 28. Ist noch alles im grünen Bereich. Es ist nichts passiert. Ziehen wir die nächste Runde durch. Schauen wir, wie es wird. Okay, das ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Wir können einen neuen Arbeiter holen. Das sollten wir auch tun, weil unsere Nahrung gerade auf 0 ist. 1, 1, 1, 1. Haben wir irgendwo noch was Besseres? Ich glaube nicht, ne? Setzen wir den einen von diesen Feldern hin. Dann ist minus 0,3, aber so kriegen wir wieder plus. Das ist alles prima. 76, 7,6 und nächste Runde. Volk integriert. Das Gänsevolk ist nach Willen der Götter Teil unserer Gesellschaft geworden. Sie sind jetzt Ägypter wie wir. Gebiete erworben. 6 einmalig plus 1. Also ein Bewohner mehr bekommen. 14 Nahrung und Produktion. Oh, die haben hier ein bisschen sich schon ausgebreitet, ne? Ja, da können wir dann gucken, ob wir da was einen hinsetzen, sozusagen, ne? Aber die Felder sind alle 1, 2, auch 1, 2, aber das ist hier schon, nee, das ist das nicht. Was haben wir hier? Dickicht. 1, 2, 0, 1. 1 und 0, 2. Dickicht. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir die 1, 2, 3, 4, 5, wo sind, ach so, hier ist das sechste Feld. Okay, dann können wir den nehmen. 1, 2, 0, 1, ich glaube, wir gehen da mal hin. Machen aber erst das Dickicht da noch weg. Dauert 4 Runden. Wir können dann auch noch einen neuen Mitbewohner machen. Das ist ja jetzt hier weg. Sieht eigentlich gut aus, ne? Gänsevolk hat sich uns angeschlossen. Ich weiß nicht, ob das mehr geworden ist. Also wir machen definitiv noch einen mehr. Und dann gucken wir mal hier. 50 neutral. Hier sind ja auch noch welche, ne? 50 neutral. 50 neutral. Und wie ist das mit diesem? 43, aber auch noch neutral. Vielleicht sollten wir mit denen mal was anfangen. Handeln oder sowas. Wer war denn das hier? Storchenvolk. Wenn ich den jetzt da hinsetze, ne? Ist ja erstmal alles gut, ne? Und wir können erstmal handeln, oder?
Dadurch verbessern sich ja auch unsere Beziehungen. Das ist ja schon mal gut, oder? Gut, sollen wir hier sehen? Aufstieg des Stammes, Aufgabe des Stammes. Ja, wir müssen noch so eine Tempelgeschichte auch noch klären, aber das dauert hier nur noch eine Runde, dann ist der Sand da weg. Dann machen wir das doch mal, ne? Sand wurde entfernt. Segen des Horus ist beendet. Dann ist das auch ein bisschen besser geworden hier, ne? Glaube ich. Das war vorher 1, ist jetzt 1, 2. Kultur weiß ich nicht mehr, aber hier waren es 0,6, das ist jetzt auch mehr. Okay, das haben wir also schon mal erledigt. Ja, und wir sind hier mit denen, wie weit sind wir denn? Da hatten wir 43 eben. Sind jetzt 44, ne? Das ist ja schon ein Punkt mehr. Ich glaube, wir machen dann mal hier weiter, oder? Sticky dauert noch 2 Runden, oder? Ja. Nix ist passiert. Da sind es noch 44. Ja. Ich denke, wir machen einfach noch eine Runde. Nee, warte, hier unten ist noch was. Entdeckt, entdeckt, entdeckt. Es kann alles entdeckt werden noch. Okay. Wachstum plus 6 bei der Kultur. Das ist nicht schlecht. Und Häuser plus 1 Bewohner. Okay. Hier hätten wir Getreide und Produktion mehr. Entschuldigung. Und hier Wachstum 1 da oben. Da sind wir aber bei 2, 3. Also eins von den beiden oberen, während ich momentan das hier favorisiere. Damit schneller die Kultur wächst. Ja, Produktion 1, 5. Ja, es ist zwiegespalten, ne? Komm, wir machen das erst. 10 von 12 haben wir, okay. Und hier oben, der Handel läuft. Da sind wir aber immer noch bei 44 neutral. Und das Dickicht dauert immer noch 2 Runden. Wachstum plus 6, ja, Häuserlimit. Ja, weiter geht's, oder? Antilopenherde. Die Götter haben eine Antilopenherde in unser Gebiet geschickt. Wir können sie jagen oder durch sie die Götter ehren. Antilopenherde ist erschienen. Okay. 1, 2. Dann machen wir das Dickicht zu Ende. Obwohl, wenn wir können, das ist, macht ja Sinn, hier den eigentlich auch dahin zu schieben, ne? Weil da kriegen wir auch mehr, ne? Und wir sollten die jagen. Machen wir auch. Und jetzt da oben das. Bringt uns weiter. Alle tot. Dickicht beseitigt 5 Produktionen. Flussauer. So, können wir was pflanzen. Flachs gibt Produktion und Getreide gibt Nahrung. Produktion ist momentan schlechter. Ich glaube, wir machen das mit der Produktion mal. Zwei Runden dauert das, okay. Kostet uns das, ist klar, aber geht, kommen wir mit Leben. Und wir können natürlich hier auch einen schaffen. Was haben wir hier noch? Ach so, okay. Was läuft noch? Nix, ne? Doch, der seht. Kann verehrt werden. 10% Wachstum. Irgendwo war das hier. 20% plus 10%. Ja, das ist definitiv wegen, wir sind total schwach. Das müssen wir auch verbessern. So, haben wir das. Und wir können noch einen dazu machen. Machen wir auch. Und wo setzen wir den hin? Gute Frage, ne? Können hier im Wasser was machen? Können hier noch Ländereien entdecken? Zum Beispiel das hier ist nur eine Runde. Ja, komm, machen wir das. Und weiter geht's. Was gibt's hier? Anhöhe. Fruchtbare Lichtung.
viele tolle Sachen sind da. Und das ist Produktion. Ich glaube, wir setzen den da auch gleich mal hin und gucken, was da geht. Alle Beerenfrüchte auf diese Lichtung sammeln. Einmalig 8 Getreide. Na, da kann man den Tempel bauen. Tempel kostet 20 Produktion. Das bedeutet, wir müssen... Und halt ist natürlich 3 Produktion und 3 Getreide. Getreide können wir uns momentan leisten, Produktion noch nicht. Die fruchtbare Lichtung verschwindet dann. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. 20 Produktion, 4 Runden, das sind 80. Da müssen wir noch ein bisschen ansparen. Und 16 ist Luxus, den hätten wir schon. Okay, dann fruchtbare Lichtung machen wir erstmal. So, hier ist nichts mehr. Und da ist dann das Getreidefeld, beziehungsweise das Flachsfeld fertig. Los geht's. Okay. Flachsfeld wurde gebaut. Das bringt uns da oben 2,2. Was war das für den Tempel? Drei. Das bedeutet, das reicht noch nicht. Das heißt, wir müssen da noch mehr machen. Und das ist noch alles offen. Weiter geht's. Untergibten wird stärker. Die Fürstentümer Untergibtens florieren dank der Kontrolle über die Handelswege, wie auch dank der schnell wachsenden Bevölkerung. Im Nildelta erhebt sich ein starkes Stammesfürstentum Mobutu herum. Region westlich Delta, einmalig plus 50 Armee, okay. Aber wir sind da schlechter aufgestellt, da müssen wir noch was tun. Hier gibt's auch noch eine Bürde, super. Ahnendienst minus 9, jede Runde zusätzlich Ahnendienst. Das hörte sich jetzt gerade nicht so gut an, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, was wir da hinkriegen. Der Handel läuft hier, ne? Wie viel haben wir denn Dingens? 47, die Neutralität ist schon mal rüber, okay. Hier haben wir die erste Werkstatt. Das sind Häuser. Hier ist der Flachs. Den haben wir jetzt schon zweimal. Ja. Was können wir hier machen? Das erhöhen. Flachsfelder plus 0,2. Das wären also 0,4. Getreidefelder plus 0,2 haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Weiden noch mehr. Das ist das. Das haben wir schon. Ich glaube, ich nehme das. Gut. 29, das ist natürlich ein Top-Wert, ne? So, dann können wir schon wieder eine Runde weiter. Memphis. Die fruchtbare Lichtung ist hier weg. Jetzt gehen wir immer noch der Tempel dran, ne? Da sind wir erst bei 2,8. Ja, okay, das müssen wir noch weiter irgendwo steigern. Aber wir nehmen den dazu. Da geht nicht, das ist wer anders. Das Storchenvolk ist da hingegangen, okay. Getreide können wir da kriegen. Ich glaube, wir decken mal hier oben die 1 noch auf. Ach, da ist auch noch eine 1. Ich glaube, dann nehme ich lieber die 1 erst. Auf geht's. Okay. Heimtücke des Seth gestoppt. Seth wollte uns neue Qualen auferlegen. Okay, dann haben wir keine Seth-Geschichte mehr. Feigenvolk ist hier in der Nähe. Ne, das ist da sogar. Und Flussaue.
Dann gehen wir dahin und gucken das noch an. Das ist auch nur eine Runde. Auf geht's. Und hier sind Löwen. Neues Gebiet erkundet. Neue Prüfung in 5 Runden. Gehen wir mal dahin und jagen die Löwen da weg. Was ist das? Flussaue, okay. Wollen wir hoffen, dass das klappt. Überfälle auf das untere Nubien. Siedlungen des unteren Nubien sind Ziel von regelmäßigen Plünderungen des Herrschers von Oberägypten. Gold, Vieh und Sklaven sind ihr Hauptziel. Die nubische Kultur verarmt und die Zahl ihrer Siedlungen schwindet. Land Wawat und Land Irtjet sind weg. Das ist nicht gut. Da jagen wir weiter. Und hier geht's voran. 2,4 ist das nur, 0,5. Okay. Nächste Runde, hoffen, dass die Löwen wegkommen. Nichts passiert. Wir können aber hier was machen. Das ist alles entdeckt. Das bedeutet, wir machen im Wachstum hier weiter. Kulturisation. Und hier haben wir dann auch den Seth wieder zu nehmen. Den verehren wir mal lieber, weil der hilft uns ja doch ungemein. So, in der Hoffnung, dass die Löwen gleich weg sind. Und das wird auch wieder weniger. Nama kommt an die Macht. Tatkräftiger König Nama übernimmt die Macht in Oberägypten. Er wurde von den Göttern auserwählt, um die Ordnung wiederherzustellen und zu der Kraft zu werden, die Ägypten vereinen wird. Und Nama beginnt mit militärischen Vorbereitungen, um seine Bestimmung zu erfüllen. Region Hierakonpolis und Abydos, einmalig plus 200 Armee. Das ist nicht gut. Wir haben mal gerade 25, da kannst du nichts mit reißen. Schwache Armee, genau. Wie kriegen wir das denn besser hin? Kaserne bauen, ne? Und einen Tempel brauchen wir auch noch. Verteidigung 62, unsere Beziehung 50. Das ist nicht gut. Wie geht's weiter? Ja. Wir jagen immer noch die Löwen da. Erfolgschance 45. Ah, wir haben die Löwen getötet. Ultimatum. Nama schickt jedem Herrscher unter Ägyptens eine Nachricht, in der er Unterwerfung fordert. Die Herrscher von Buto rufen uns zu einem Bund gegen Namas Ansprüche auf. Ah, wir treten der Konföderation von Unterägypten bei. Die Prüfung dieser Prüfung beginnt. Unsere aktiven Angriffe werden abgebrochen. Verluste 10%. Getreide, Produktion und Luxus für 16 Runden. Ich glaube, wir haben da keine Chance, weil die zu gut sind und wir sind hier so schwach. Also das geht nicht anders. Aha. Sind wir jetzt raus aus dem Spiel oder wie? Alle Löwen wurden getötet. Okay. Naja, wir müssen weiter gucken erstmal. Wir können aber hier noch einen holen. Das machen wir natürlich auch. Jetzt haben wir Überbevölkerung. Okay, das heißt, wir müssen was bauen. Wo können wir denn was bauen? Gute Frage, ne? Da war nichts zu bauen. Hier oben vielleicht noch. Am Nil kann man nichts bauen.
Hier kann man einen Tempel bauen. Und da auch. Dann bauen wir hier Häuser. Zwei Runden. Und kann man das bei denen auch noch machen? Ich mach dann noch Beziehungen verbessern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es schneller geht. Okay, nächste Runde. Ja, jetzt haben wir keine Überbevölkerung mehr. Weil keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Hungersnot, okay. Da konnten wir jetzt nichts dran ändern, ne? Oder wie ist das? Ja. Was machen wir da jetzt dann? Ich glaube, wir müssten jetzt mal hier gucken, dass wir da einen hinsetzen. Dann ist das auf jeden Fall schon wieder besser. Und ...1,2, 0,6, das ist doch dann viel besser dahin zu gehen, oder? Okay. Ich glaube, es wäre auch besser dahin zu gehen dann. Insgesamt gesehen, ne? Der Storch, der ist da auch noch ausgebreitet, ey. 54, okay, das wird schon mal besser. Hier, der hat nur 1,2. Gibt's irgendwo was höherwertiges? Ach so, da werden Häuser gebaut. Eins, zwei ist da auch. Das haben wir schon umgesiedelt. Den kann ich aber nicht wegnehmen, weil wir da nicht genug Essen haben. Wir machen mal eine Runde weiter, oder? Okay, das ist schon erledigt. Gebäude. Heimtücke gesät, gestoppt. Okay. Häuser sind jetzt hier fertig. 1 und 05. Das heißt 11 von 18. Das ist positiv. Was machen wir jetzt? 09. Okay, das ist besser. 1,8 geht jetzt aber noch runter. 1,3 von Verderb. Sehr interessant. Okay, das bedeutet, hier geht's erstmal weiter. Können ja sowieso gerade nichts machen. Seht, haben wir noch einen. Das ist auch gut so. Okay. Das ist nicht schön. Ihr beginnt früh in ihrer Geschichte mit harten Steinen zu arbeiten. Sie schafft zeremoniell unter Tessilien, Stelen und Statuen. Drei herrliche 4 Meter hohe Statuen des Gottes Min aus der Stadt Koptos sind die befrühesten und wichtigsten kulturellen Bauwerke. Min wurde als Schöpfergott und als Herr der östlichen Wüste verehrt. Okay. Keine Ahnung, was mir das bringt oder nicht bringt. Ist schon krass. Ja. Alles gut bis auf das. 2,4 von Diplomatie. Kostet uns das hier jetzt so viel? Kostet 2,4. Okay, damit wird es hier verbessern. Neutralität 61. Aber wir haben noch ein bisschen Reserve, also ist alles gut. Ja. Lassen wir so, denke ich mal erstmal. Oder können wir das schon machen? Nein. Da brauchen wir 100%ige Beziehung für. Die kriegen wir aber auch hin. Gut, aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen erstmal hier wieder einen Cut. Ja, wird das irgendwie weitermachen, wenn nichts dazwischen kommt. Falls was anderes kommt, dass was Neues reinkommt oder so, machen wir natürlich da einen vorgestellt von. Sonst gibt's casual-mäßig diese Runde dann das nächste Mal wieder. Das kann man ja immer wieder machen. Ja, wie gesagt, immerhin noch ein cooles Spiel, macht weiter Spaß und ja, ich würde jetzt sagen, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wenn ihr mehr Infos haben wollt, wann was hochkommt, dann macht euch die Glocke an.
Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.